zusammen und damit heiße ich euch heute mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeigen wir euch ein Video aus vergangenen Tagen und eines kann ich euch schon mal vorwegnehmen, es geht um Schuhe und zwar um eine ganze Menge. Aber dazu erfahrt ihr gleich mehr. Sollten gerade dich verlassene Orte hier im Osten Deutschlands besonders interessieren, dann schau doch nach diesem Video am besten mal auf unseren Kanal. Hier gibt es jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema, so wie zum Beispiel heute. Reinschauen und abonnieren lohnt sich also auf jeden Fall. Und nun wünsche ich dir und euch viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch eine ehemalige Schuhfabrik. Schon einmal berichteten wir über eine ähnliche Schuhfabrikation, das Video dazu blende ich euch jetzt hier oben rechts ein. Ein kleiner Spoiler, wir befinden uns in derselben Stadt, man könnte also auch sagen, wir befinden uns hier in der Stadt der Schuhe und tatsächlich ist die Stadt und ihre Geschichte zu den Schuhen des Lebens schon seit gut 800 Jahren eng miteinander verbunden, auch wenn heute nur noch wenig daran erinnert, bis auf ein relativ wenig frequentiertes Museum. Jeder Dritte hatte hier zu Hochzeiten in irgendeiner Form mit Schuhen zu tun, vor allem aus finanziellen Gründen. Um 1900 zählte man gleich 190 verschiedene Schuhmachermeister in der Stadt. Entsprechend gab es viele Manufakturen, Läden, Geschäfte, Werkstätten, Fabriken und Zulieferer, die sich allesamt mit diesem Thema beschäftigten. Wann genau diese Fabrik hier entstand, lässt sich nicht genau sagen, beziehungsweise ich habe es einfach nicht herausgefunden, aber eines ist gewiss, die Fabrikation fand schon vor dem Zweiten Weltkrieg statt, denn ich fand Bilder aus den frühen 40er Jahren, wo man hier unter anderem Sandalen herstellte. Ich schätze mal, dass diese Fabrik hier schon vor dem Ersten Weltkrieg produzierte, aber genau kann ich das leider nicht sagen. Das, was man am meisten zu dieser Anlage findet, ist der geschichtliche Teil nach dem Zweiten Weltkrieg und ihr ahnt es schon, es wird wieder Zeit für VEB und Co. Nach dem Ende des Deutschen Reiches und der nun immer weiter voranschreitenden Teilung Deutschlands entsteht am 1. Januar 1950 eine Art innerstädtischer Schuhfabrikationsverbund aus gleich 5 verschiedenen alteingesessenen Firmen. Neben den konventionellen Manufakturen kamen auch spezialisierte Firmen in das Schuhkombinat mit hinzu. Die hier gezeigte Fabrik kam mit dem zweiten Schwung der Eingliederung in Volkseigentum ab 1959 in das Kombinat und erhält bei dieser Gelegenheit auch gleich einen neuen Namen, ganz typisch DDR. Bis 1964 umfasste die Eingliederung des Kombinates gleich 9 verschiedene Firmen, sodass also aus fast jedem Spektrum etwas dabei war. Man konnte sogar die eigenen Maschinen in einer Zentralwerkstatt reparieren lassen, was kürzere Wege mit sich brachte, sodass die Fabrikation und die Herstellung nie wirklich stillstand. In den darauffolgenden Jahren änderte sich ständig der Name des Kombinates, auch wenn nur marginal. Aus heutiger Sicht, da es eigentlich keine sinnvolle Veränderung gab, sinnfreie Bürokratie, man würde heute fast schon von Mumpels sprechen. Auch kam es immer wieder zur Ausgliederung von diversen Fabrikationsschritten in andere Orte, sodass also auch immer wieder Zweigstellen außerorts entstanden. Im Kombinat selbst mussten auch Gefängnisinsassen ihre Arbeit verrichten. Insgesamt waren innerstädtisch etwa 5000 Menschen mit der Schuhherstellung bis kurz nach der Wende 1990 beschäftigt. Der Produktionsausstoß umfasste täglich etwa 30.000 Paar Schuhe, eine riesige Menge. Laut Statistik kaufen wir heute im Schnitt in unserem gesamten Leben, wenn man von 75 Jahren ausgeht, etwa 262 Paar Schuhe. Bedeutet also, das, was man hier an nur einem Tag produzierte, würde reichen, um 114 Menschen ihr gesamtes Leben lang auszustatten. Nach der Wende 1990 folgte der freie Fall für die Schuhindustrie. Ein Werk nach dem anderen musste nach der Reprivatisierung schließen, hunderte Menschen wurden arbeitslos und die Not wurde immer größer. Auch das hier gezeigte Werk wurde erst reprivatisiert, konnte aber auch nicht am freien neuen Markt bestehen. Wann genau Schluss war, fand ich leider nicht heraus. Ob die Herstellung bis 1993 anhielt, ist schon eine vage Vermutung, aber durchaus denkbar. Kommen wir zum Zustand und wie ihr sehen konntet, war dieser nicht allzu gut beschaffen. Innerhalb des mehr oder weniger U-förmigen Gebäudes gab es einen riesigen Durchbruch, der sich durch das gesamte Gebäude zog. Der Rest war stark von Vegetation umringt und auch im Gebäude gab es immer wieder Deckendurchbrüche, sodass man also einige Teile gar nicht betreten bzw. anschauen konnte. Es war einfach zu gefährlich. Interessanterweise
fanden sich neben den vielen Schäden am Gebäude auch etliche stumme Zeugen aus Produktionszeiten. Wir fanden hunderte Schuhrohlinge, Leisten, Sohlen, Schablonen und Zubehör, ja sogar teils komplett fertige Schuhe und Stiefel aus jener Zeit, wo hier eine Menge Schuhe ein- und ausgingen. Damit verabschiede ich mich jetzt von diesem Video und wünsche euch wie immer alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Vergesst bitte nicht, den Like-Button zu drücken, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, damit wir uns dann hoffentlich nächste Woche wiedersehen und hören. Macht's gut, bis bald und ciao.